Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Ersteindruck von Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate. Heute mal was völlig anderes. Das Ganze ist auch ein Werbevideo. Ihr kriegt alle Informationen nicht nur über die Beschreibung, sondern über diesen wundervollen QR-Code hier. Das bedeutet, wenn ihr das Spiel mal testen wollt, nutzt das gerne. Ich persönlich mache jetzt Folgendes. Ich gehe in das Spiel hinein. Ich habe schon so ein ganz kleines bisschen angetestet. Und werde nachher euch natürlich auch noch die Multiplayer-Varianten mit meinen Kindern zeigen. Denn das Spiel ist, sag ich mal, ein actionlastiges Roguelike tatsächlich. Und das liebe ich ja übelste Sorte. Ne? Man kämpft sich quasi von Stage zu Stage, das werden wir gleich anschauen. Und wir haben ja offensichtlich die vier klassischen Ninja Turtles als Charaktere, die offensichtlich spielbar sind. Und ich spiele dann nachher mit meinen Kindern. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier ans Ende oder in den Mittelteil packe. Gucken wir mal, ich werde jetzt hier einige Runden durchgehen. Vielen Dank aber erstmal, dass ihr quasi eingeschaltet habt, um den ganzen hier Gehör verleiht. Denn ich persönlich bin ja ein übelst großer Fan. Na, das Ganze ist ja offensichtlich hier auf der Switch spielbar. Ich habe den falschen Controller, die Switch liegt hier. Wir haben den 17. Juli als Release-Datum. Das heißt, wenn ihr das Video hier seht, ist es bereits auch schon draußen. Und wir gehen einfach mal rein in den Laden. Ihr seht schon, ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich könnte jetzt die 33 Sekunden fortsetzen, weil das ein neuer Run nach dem Tutorial basically war. Ich glaube, wir machen das sogar. Ich glaube, wir setzen den sogar actually fort und hüpfen mal in den Laden rein. Ich freue mich persönlich sehr. Meine Kinder, den versuche ich ja Gaming in allen Aspekten beizubringen und versuche denen ja verschiedene Genres vorzustellen. Und gerade das Roguelike-Genre haben sie selber noch nicht so mitbekommen. Das bedeutet, hier werden wir uns quasi, das werdet ihr auch gleich sehen, von Stage zu Stage fighten. So ein bisschen Beat'em-up-Style-mäßig, aber mit sehr, sehr smoothen Controls. Ich weiß noch nicht, ob ich alles schon gesehen habe im Tutorial. Das bedeutet, ich werde euch natürlich gleich die Moves vorstellen. Und den Koop bin ich sehr, sehr gespannt. So, da ist der Leonardo. Ihr seht schon, es ist sehr, sehr anfängerfreundlich aufgebaut. Wir wissen, wo wir quasi hingehen. Es gibt zwei optische Modi, was ich persönlich sehr gut finde. Das bedeutet, du kannst ein bisschen cinematischer sein oder etwas auf Grafik verzichten und dafür 60 FPS haben. Ich bin natürlich so der 60 FPS-Freund. Wir sind jetzt quasi in der Hauptbase. Es riecht nach Pizza, nehme ich mal an. No. Wir können am Anfang quasi entscheiden, was für ein Turtle na, wir wählen. Jeder hat hier quasi verschiedene Grundeinstellungen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. ihr seht schon, dass natürlich gewisse Spielstile vorgegeben werden. No, Werkzeuge sind natürlich entsprechende Tools. Ich würde gerne... Ja, das ist witzig. Ich glaube, wir spielen Leonardo. Weil ich hatte Bock auf diesen finalen Treffer und einen Spezialangriff mehr. So, ihr könnt schon sehen, den habe ich jetzt beim Auswählen tatsächlich schon abgefeuert. So, also, ihr seht schon, das Movement ist sehr, sehr smooth. Ne? Wir haben die klassischen normalen Auto-Attacks. Und gerade hier natürlich der letzte Schaden einer Combo ist hier besonders viel Damage. Wir haben ein Ult-Move. Na, ich habe in dem Fall zwei, was ganz geil ist. Also das heißt, wir haben einen Move, der noch mehr Mobilität gibt. Und noch ein Tool, noch ein Werkzeug. Das bedeutet, hier können wir quasi noch Shurikens Long Range abfeuern. Na, jeder hat natürlich unterschiedliche Waffen, spielen sich entsprechend auch anders. Na, und selbstverständlich haben wir ein Upgrade-System, was also den Meta-Progress, würden wir es quasi nennen, unter den übelst krassen Gamern. Wir schalten quasi Dinge frei für die nächsten Runs. Na, ganz klassisch, mehr Angriffsschaden, mehr Crit, na, mehr Werkzeug, mehr Chance auf Dodge und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die wir natürlich bei einem Roguelike dieser Art schon sehr, 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 sehr mögen. Na, also sehr basic. Alles Wichtige ist das ist da, was wir quasi wollen. Und wir wollen natürlich auch, oder ich persönlich will noch einen Blick drauf werfen, was denn noch so am Stesel ist. Und wie vor allen Dingen das auch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe überlegt, ob ich vorher mit meinen Kindern zocke und danach diese Aufnahme mache. Aber ich hänge es einfach mal hin dran. Ja, wir haben unseren Rattenvater.
haben wir tatsächlich gesehen, aber halt in Form so eines Geistes, würde ich mal sagen. Und mehr möchte ich über die Story erstmal noch gar nicht verraten. Ihr seht schon, dass wir natürlich... Dude! But only for a short time. The power faded when that portal thing returned me to the lair. Curious. I should call Metalhead and have him run some tests. No time, Nerdling. Take it and let's go get Sensei. Genau, den Sensei. So, und das ist jetzt quasi das Schöne an dem Spiel. Das hat jeder Run, ja, selbstverständlich, wie sich's gehört, für so ein Game dieser Art, immer unterschiedlich ist. Na, ihr bekommt verschiedene Upgrades und man hofft ja quasi bei solchen Spielen immer auf diesen perfekten Run. So. Boost halt länger? Nö. Crit Chance? Ah, das ist quasi ein Ooze-Bild. Ooze ist basically Gift. Was ganz cool ist. Wenn sie von deinem Sprint getroffen werden. Auch interessant. Wir nehmen erstmal die Sprint-Variante. So. Und wir sehen jetzt quasi schon, uns wird ganz genau gesagt, wo wir als nächstes hingehen. Und dann kommen wir quasi zu diesen Arena-Modi. So, das ist natürlich ein bisschen eklig. Wir nutzen natürlich unseren Dash. Sie haben hier den Doppel-Dash, was natürlich doppelt nützlich ist. Ich gucke aber mal, dass ich mal durch den Gegner dashe. Warte. Oh ja. Ah, okay. Das Gift ist aber sehr, sehr fleißig. Das finde ich ganz cool. Wir machen natürlich einen halben No-Hit-Run draus, ist ja klar. Im Spiel selber wird dann auch ganz wichtig angegeben, nutzt den Dash. Na, wir haben, ich weiß noch nicht, ob wir hier Iframes haben. Das kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Oh, Pizzakarton. Da habe ich keine Wahl, nehme ich aber. Wir haben einfach mehr Maximalleben, finde ich gut. Ja, das bedeutet, wir prügeln uns hier weiter durch. Hier wird immer quasi angegeben, wo ihr jetzt nichts hinlauft, was ich aber sehr gut finde. Na, denkt dran, Switch ist ja schon eine sehr kinderfreundliche Konsole. So. Zack. Ja, wir staggern die Gegner auf jeden Fall, was ich ganz geil finde. Ich weiß nicht, ob das dann bei jedem so sein wird. Oh, das ist aber sehr langsam. Der wird uns auf jeden Fall nicht treffen. Aber manchmal sind das... Ah, ich habe Iframes tatsächlich. Das ist geil. So, hier dashen wir einfach easy zweimal durch. Boom. Ja, ich als erfahrener absoluter Roguelike-Gott. Habe... Oh, shit. Oh, Mann. Wirklich famous last word. Ich habe jetzt ein bisschen Damage gekriegt. Vier Räume Crit. Das werde ich nicht nehmen. Weil... Ich will mal, wenn dann dauerhafte Dinge. Wir nehmen mal die Münzen. Und er sagt schon selber, dass wir das Ganze später verwenden werden. So. Bam, bam. So. Ich finde es auch cool, by the way, dass das Spiel englisch vertont ist. Ich meine, die Kinder sind jetzt ja mittlerweile schon so, dass sie im Englischunterricht schon sehr, sehr sinnvolle Sachen, würde ich mal sagen, lernen. Und fangen an, gerade über YouTube und generell über den Gaming-Sektor super gut mittlerweile Englisch zu lernen. Was sehr, sehr praktisch ist. Und so etwas, dass es quasi deutsche Untertitel sind. Ich finde es immer noch am besten englische Untertitel und englische Vertonung, weil da kannst du noch nachlesen, was man quasi falsch gemacht hat. So, jetzt haben wir hier so eine super Radde. Oh, da darf ich nicht rein. So, wir versuchen immer wieder durch den Normal zu dashen. Oh, der Gift hält echt lange. Das ist echt voll geil. Okay, da müssen wir raus. Ja, ich darf nicht in die Wolke rein. Ups. Ja, ihr müsst schon in die Richtung zielen, die ihr dashen wollt. Okay, der Dash ist übelst unfair. Ich vergifte die einfach an. Okay. Das war gut. Ey! Der war noch übrig. Den habe ich einfach im Screen Dash nur. So. Turtle Powers pro Durchlauf. Oh. Sehr gut.
Okay, Us wird jetzt mit 1 zusätzlichen Stapel angewendet. Das klingt geil. Spezialangriff und Werkzeug machen den Stapel. Und finale Treffer machen 2 Stapel. Okay, das ist alles sehr geil. Ist ein sehr, sehr schönes Giftbild. Das da unten können wir nicht machen. Oder noch nicht eher. Ich glaube, ich nehme erstmal den Dash. Das Ding ist halt, ich muss halt den finalen Strike machen. Also eine Angriffskette, was irgendwie gar nicht so leicht ist. Ah, guck mal, die Kisten, die leuchten, haben einen extra Vorteil. So. Okay, also der hat Doppel-Dash. Ist einfach schlichter gezählt. So, bum, bum. Ja, also die extra Mobilität ist richtig cool. So, bum. Ja, ich vergifte die einfach aus der Hölle. Okay, das ist sehr, sehr entspannt. Fühlt sich übelst gut an. Das ist eigentlich so das Wichtige. Ich habe ja sehr viele Spiele dieser Art gezockt. Und das fühlt sich super smooth an. Das sind wieder nur 4 Räume. Wir nehmen... Oh, warte mal, das ist Flamme. Das ist Flamme. Halt, halt, halt. Will ich das? Weil das heißt jetzt ja quasi, dass ich... Genau, das steht schon da. Wenn ich das schon habe, ersetzt es das. Wir können Explosion machen. Und das ist einfach nur der Start. Ist gut. Ah, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Dann nehmen wir Flamme. Und guck mal, dass die letzte... Genau, da sieht man es kurz, dass der finale Angriff, also der dritte, Bonusschaden macht. Oh, das war aber gar nicht so wenig. So, oh, nochmal. Okay, das Coole ist nämlich an der finalen Attacke, ich kann die schon vorher aufladen. Okay. Ja, das ist die Chance. Okay, das war clean as fuck. Warte mal, ist das wieder eine neue Kategorie? Spezialangriff verursacht mehr Schaden, okay. Aber es ersetzt nicht. Sprint Boni. Wendet Meister angewandt. Ich mach mal das hier. Ich mach mal, dass der Sprint mehr Schaden macht. Ja, also wie gesagt, hier ist cool, dass sie halt Englisch sprechen, aber wenigstens mal noch die deutschen Untertitel. Donnie's right. We don't have a lot to go on right now. As crazy as it sounds, walking through this portal actually makes the most sense. Jo. Klingt unrealistisch, aber wir machen's. Okay. This ain't too weird. It looks like some kind of shop. Yeah. Oh cool. Auch ein Klassiker. Do you better make sure one of the toppings isn't tetanus, Mikey. That's cool. As long as it's got pineapple and anchovies too. Das ist Quatsch. Na, Tetanus wollen wir natürlich nicht haben. Okay. Wir machen erstmal den Shop auf. Wir können uns heilen. Klingt echt ganz nett. Wir können ein Werkzeug haben. Oder etwas für 4 Räume. Aber mehr nicht. Das ist ganz schön wenig, muss ich sagen. Die Turtelkräfte wären cool gewesen. Verkaufen kann ich nicht. Ich könnte jetzt Feuerbälle schmeißen. Ich glaube, zum Angucken machen wir das einfach mal. Dann gehen wir erstmal raus. Wir reden noch mit ihm. Der Chairman. Auf einer Couch. Donnie, what's sundries? It's just a fancy word for miscellaneous goods, Mikey. Well, looks at this dump. I don't think good's the right word for this stuff. Raph, show's... Just saying. Please don't let the detritus fool you. My humble market about... Wait, how do you know about our quest? Mine is a very busy establishment. A rare commodity in this in-between place. Solche Shops werden wir regelmäßig besuchen. Deswegen sind natürlich solche Kommunikationen eigentlich ganz cool, weil es theoretisch immer mehr und immer anders ist. Such as the recent news of your quartet's harrowing journey to save your master. Siehste? From the notoriously naughty clutches of the Foot Clan. Yo, Foot Clan.
Finito's clients you're bragging about told you when it was foot goons. This would be a real good time to spit it out. Spit it out. Believe me, my irascible friend, if I did have access to such crucial information, outstanding customer service is, after all, my highest priority. Das Gelaber, Alter. But you did say you could help with our mission. Yes, yes, I... One sport provides... Okay, na, das haben wir ja schon gemacht. And enough, fellas. Oh, but I assure you, I am a legitimate business. Okay, sehr gut. Also, wir haben natürlich jetzt schon bei ihm eingekauft. Es wäre cool, wenn wir noch irgendeinen Healing bekommen würden. What the heck? Junk man wants junk. Kind of makes sense if you think about it. Da hat er recht. So, wir gucken uns jetzt den Boss an. Das ist eine große Arena. It's closed on all sides. Great. No stinking exits. Hold on. Is that Slash? You're right. It's totally the big guy. Alter. Things aren't what they seem. Oha. Yes, I'm here, mutant. In this fetid sewer with you. Da gibt's noch ein Schwein, oder? Your disgusting ilk. But not for long. What do you mean? He made promises. I will return to my natural state. And all that is important is the remedy. And its price. What price? Your destruction. Ah, das ist klar. Der ist schlecht drauf. Okay, also der Feuerball macht Sachen. Okay, also die Richtung, wo er angreift, sind sehr smooth angegeben. Wie viel Leben er hat. Oh. Sie hat die Ratte getötet. Hat der Friendly Fire? Oh, shit. Oh, die Raketen sind Auto-Aim. Das ist natürlich übergeil. Das habe ich schlecht gemacht. Boah, ich bin da fast rein. Okay, wir haben natürlich keinen Heal. Das heißt, wir müssen... Leute, der fährt einfach über die eigenen drüber. So. Wir gucken auf jeden Fall, wo sein Supermove ist. Oh, shit. Fireball. Oh, wo hat er die hingeschossen? Sehr gut. Leute, wir sind natürlich eine Maschine. Aber es fühlt sich gut an zu fighten. He is a tortured soul, one that is easily manipulated. Slash, let's get you out of there. Slash, muss ich sagen, kenne ich nicht. Oh, this is gonna take a while. Slash kenne ich tatsächlich nicht. What the? Leatherhead's gone. Ich soll mit der Pizza sprechen? Achso. Ich hab's ziemlich gesehen. Okay, ich hab's geheilt. Ist schon mal geil. Slash, buddy, you're free. How did you end up trapped down here? So. I came looking for you and your brothers, Leonardo. There have been bizarre happenings on the surface. Die Story wurde übrigens geschrieben von eine Sekunde. Ich kenne die jetzt tatsächlich nicht. Genau, von Tom Waltz und Kevin Michael Johnson. Na, was ganz cool ist. And I came to warn you. But unfortunately, I was ambushed and taken prisoner by Leatherhead instead. Der Lederkopf. I wouldn't sweat it too much, pal. The whole ambushing and taking prisoners thing's going around tonight. The foot jumped Leo earlier and snagged our father too. Oh no, Master Splinter. Der Splinter. We think the Foot Clan has father. We're working off some pretty fragmented data at this point, so we can't. Den Schredder haben wir auch schon im Titel gesehen, aber noch nicht gefeitet oder so. Whatever's true, none of it is making sense. Also im Intro war der, glaube ich. Das ist quasi meine Kinder kurz angetestet. Don't waste too much brain juice trying to figure it out, Don. Just
just a matter of time before that scaly kook snapped. Maybe, but that was definitely a teleporter he used to escape, which totally proves my theory. Ach, der ist wirklich entkommen. Shredder's got himself some new high-tech toys. I don't know. My vote's still on something darker than normal science, Donnie. Will you geeks shut up about all that computers and crystal balls junk for 2 freaking seconds? You're giving me a bigger headache than Mikey was with all his whining earlier. Raph's a total jerk, but he's not wrong. We need to die sind einfach, also, also einige von denen sind sehr klug und einige von denen sind echt entspannt. I hope so, big guy. Okay, na gut. Machen wir mal weiter. Gucken, wie weit wir den Run schaffen. Ich versuche natürlich eigentlich ein volles Giftbild, wenn er zu haben. Die Feuerbälle haben sich jetzt gut angefühlt, weil sie Auto-Tracking hatten und sich selbst Ziele gesucht haben und sofort getroffen haben. Also Homing Missiles sind eigentlich sehr, sehr nice. Where all the people go? Last time I saw the docks this empty was when that rusty sewer drain exploded and flooded everything. Ugh. Talk about clearing a place out. Na gut. Hier machen wir weiter. Ich will euch ja natürlich die Story noch so überlassen. Das da oben ist nicht schlecht. Mehrfachtreffer ist irgendwie nett. Diesen Pfeil nach unten raff ich noch nicht so richtig, aber ich glaube, da ist noch nichts, ne? Manchmal kann man da unten was machen, manchmal nicht. Ich mach mal das. Das als Passive finde ich eigentlich ganz cool, weil ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gefunden auf Lifesteal oder sowas. Deswegen... Fireball. Oh shit, falsche Richtung. So, wir haben anscheinend jetzt ein Stack mehr, was ganz geil ist. Oh. Die Babycam hat keinen Empfang, Leute. Heute muss ich so ein bisschen auch mal drauf passen. Diana hat eine Mädels-Night. Aber sieht gut aus. So, Feuerbälle hauen wir auch hin. Da spürt euch alle durch. Tschüss. Wunderbar. 80 Schrott. Wir nehmen den Schrott. What does the chairman do with all this anyways? So. Ich würde nämlich, also wie gesagt, Sachen für Räume nehmen. Ist irgendwie eine nette Idee. Und kenne ich auch. Oh, das ist ein bisschen stärkerer Gegner. Der ist ein bisschen tough. Der hat quasi so eine zweite HP-Bar, ne? So eine orange, ne? So. Fireball. Das ist unangenehm. Okay, aber wir können den richtig geil trollen. Also, den Dash zu haben, den normalen, der hat einen gewissen Cooldown, aber zweimal die Ult, den Ult-Dash, übel gut. So, jeder Shuriken. Okay, das wird aber wieder den Feuerball ersetzen. Aber 10 ist übelst viel. Seine Tiefe wäre natürlich der Short. Ich glaube, richtig viele abwerfen ist eigentlich geil. Ich probiere das mal. So, die Kisten machen wir auch kaputt. Testen wir den Sturm. Okay, und los. Okay, das war ein... Alter, der hört gar nicht auf. Okay, der war... Lol, der ist immer noch nicht tot. So, jetzt habe ich ihn getötet. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Da rennen wir mit einmal durch. Okay, hier müssen wir aufpassen. Also wir müssen auf jeden Fall unsere Mobilität weiter nutzen. Weil der kann sich relativ schnell umdrehen. Das war jetzt extrem viel HP, die ich verloren habe. Wir nehmen die Verbesserung. Upgrade ist OP. So, wir können jetzt 2 Stapel machen. Ja, wir nehmen quasi das hier, den Spezialangriff. Ich weiß nicht, was der höchste, die höchste Stapelzahl ist. This is a serious patrol group. So. Oh, oh. Ah, fuck. Ich wollte das ja gerückt. Ich
Okay, wir müssen auf jeden Fall hier prügeln, um den Dash auch zu bekommen. Oh, das war nicht so gut. Okay, die Giftstapel helfen sehr. Geil. Und es fühlt sich so gut an, weil du auch Iframes hast beim Dash. Ich hätte jetzt nur gern wieder eine Pizza, muss ich sagen. So, Level 3 Shuriken. Das sind wieder nur 3, ne? Das wäre wieder Short. Wir nehmen die besseren Turtle-Kräfte. Wirf am Anfang eines Sprints einen Shuriken. Das klingt nett. Aber mehr Sprints ist übel gut. Oh, ich krieg gleich beide aufgeladen. Okay, das ist sehr stark. So, wir machen mal weiter. Storymäßig könnt ihr das dann selber gucken. Ich mag es immer nicht, so Sachen zu spoilern. Also da geht's weiter. Da ist der Shop. Hat der auch einen Shop? Nee, der kann nur reden. Wir reden mal nicht mit den Leuten. Den machen wir nur die Shop-Geschichte. So, 400. Also jetzt können wir uns das leisten. Oder Healing. Ja, komm. Ein bisschen aggressiv sein ist eigentlich nicht schlecht. So, Angriff ein Shuriken nach vorne zu werfen, finde ich gut. Okay, den Rest lass mal. Okay, den lassen wir ja auch ein bisschen quatschen. Best wishes on your trial. Jo, danke dir. Das ist sehr nett. Er ist anscheinend noch ein bisschen auf meiner Seite. Oh, die Shuriken sind aber zu einer guten Prozentzahl da. So, und Supersturm. Er macht die Shurikens, by the way, komplett alleine. Was halt sehr geil ist. Okay, also hier sind schon mittlerweile einige Geschosse. Die normalen Goons kriege ich hier aber sehr, sehr gut in eine Linie gepackt. Oh, der Doppeldash ist so gut. Der ist einfach zu stark. Aber guck mal, wie mobil ich bin. Wie soll der mich denn treffen? Und das macht Gift. Ich brauche nur mehr Healing. Okay, das ist nicht schlecht. Aber. So, hier ist der Spezialangriff. Wir können dann den U-Sprint noch besser machen. Aber wir machen mal das. 2 zu 3 Stapel. Das ist aber krass, dass das auf 60% hochgeht. Ist auch sehr gut. Vielleicht machen wir das hier sogar besser. Weil das ist ja einfach pure DPS. Und ich glaube, der Stapel ist nicht so viel wert, der eine. Wie random Geschosse beim Angreifen. Oh, shit. Die Ult noch gar nicht freigeschaltet. Du musst ja quasi die Stacks schon erarbeiten. Also ich kann nicht die ganze Zeit einfach ulten oder dashen. Ihr seht schon, dass ich da die Prozentpunkte ja wirklich durch Attacks freischalten muss. Aber wenn es läuft, läuft. Zack. Also, ich habe, glaube ich, genau meinen Charakter gewählt. Ich meine, es gibt ja auch einen mit dem Stab. Ich bin ja nochmal sehr, sehr... Oh, what? Okay. Ich dachte, es geht 30, 60, 90. Okay, wir machen mal weiter. Looks like stormy seas. Let's go investigate. Whoa! Whoa! Batten down the hatches, boys! Chill. Ne, da übelst gedasht. This is the time for you to be disc. Na gut. So. Okay, die hat auch einen Dash. I'm not finished.
Bist du das? Oh, shit. Oh, das haben sie verlangsamt. Wie nett. Oh, shit. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Okay, das haben sie so gut gemacht, mit den Möglichkeiten quasi auszuweichen. Okay, ich kann durch die durchdashen und sie kassieren Damage. Das ist eigentlich ganz geil. Okay, oh shit. Ah, das war nicht gut. Ja, sie ist verbrannt. An dem Gift. Okay, war super close. Okay. Oh. Nice. Angel, talk about a sight for sore eyes. Yeah. Whatever, Mike. She wasn't exactly lying. Sie, nobody. Die kenne ich nicht. There's foot creeps popping up everywhere. Na gut. Okay, der Heal ist sehr gering. Also, man hat viel Mobilität. Wir haben ja, muss aber denken, wir nehmen ja noch Stats mit in den nächsten Run. Das bedeutet, wir sammeln jetzt ja auch sehr viele Ressourcen, um einen Run zu verbessern. Was ganz cool ist. Aber das war, also der Fight war jetzt schon deutlich schwerer auf jeden Fall als das Krokodil. Also Leatherhead hat ja sehr gut angekündigt, was er tut. Sie irgendwie auch, aber also hier musst du ja richtig Iframes nutzen. Ja, also sehr aktiv nutzen. Sprintangriff wendet den Meisterangriff an. Spezialangriff schneller aufgeladen. Oh, das ist auch gut. An einer Barriere ist auch interessant. Es gibt wahrscheinlich Gegner, die diese orangen HP-Leiste oder sowas haben. Lol. Doch nicht alles. So. Ja, also hier ist schon ein bisschen mehr los. Nichtsdestotrotz, die Iframes sind okay, Leute. Oh, das ist Vergiftung. Oh, das ist nicht gut. Okay. Ja, ich merke, hier werde ich nicht mehr lange existieren. Aber der macht... Oh, shit. Es regnet einfach. Aber der macht extrem viel Spaß. Nein, ich bin in... Er ist nicht gestaggert. Aus wurde gerettet. Okay. Das war geil. Das war sehr gut, Leute. Wir gucken uns jetzt noch an, was ich verbessern kann, würde ich sagen. Und dann schmeiße ich euch, wenn die kleine Malu nicht aufwacht, schmeiße ich euch noch eine Koop-Session hinterher mit meinen Kindern. Das würde ich morgen versuchen, noch oben drauf zu packen. So, ich skip das mal. Ich skip das mal, weil... Ah, nice. Genau, ich kann jetzt quasi die Münzen quasi ausgeben. Das heißt, wir gucken uns das jetzt noch an. Wir werden nicht mit den Charakteren reden. Das könnt ihr selber quasi noch machen. Aber wir haben hier die Statistiken. Genau, was ich so... Oh, lol. Der wird schon auf jeden Fall wild sein. Aber ich möchte hier diese Drachenmünzen ausgeben. Weil ich... Das ist ja quasi die, die ihr für längere Runs sammelt, ne, die 290. Ihr habt ja die Schrott ausgegeben für den Run, ne, beim Händler und so weiter. Und jetzt ist die Frage, genau, 10% mehr Angriffsschaden, das ist natürlich ein Schnapper. Boah, das ist übel viel. What? Okay, Spezialangriff ist auch gut. Okay, wir haben jetzt mit dem Run schon super viel freigeschaltet. Sprintschaden. Dass der Sprint überhaupt Damage gemacht hat, fand ich übelst. Oh, was ist das denn?
Ah, ist auch wieder Healing. Aber kein Lifesteal, ne? Wir hätten jetzt auch was richtig Teures kaufen können. Was ist denn das? Wiederbelebung. Warte mal, Wiederbelebung? Oh, das ist übel OP. Plus 1 Sprintladung. Das ist auch okay. Also die nächsten Upgrades kosten auch sehr, sehr viel. Das finde ich auch gut. Vielleicht war es ein bisschen teuer, aber es ist halt dauerhaftes Healing, ne? Okay, also diese Bonuseffekte fühlen sich sehr gut an. Beginn jeder Begegnung. Okay, das fühlt sich alles sehr, 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 sehr smooth an. Gut, ich hau jetzt quasi noch eine Runde hinterher. Noch eine Koop-Runde. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Genau, hier ist quasi ein Upgrade. Oh. Jetzt bin ich dran. Ich darf jetzt quasi ein Upgrade nehmen. Ah. Das heißt, ich kann entweder meinen Schlag in Flammen aufgehen lassen. Mein Sprint macht Flammenschaden, wenn ich durchdasche. Wutanfall. Oder ich habe mehr Damage, wenn ich low bin. Aber wir machen mal den finalen Strike besser. Du kannst es durchwählen, genau. Also du hast auch Flammen bekommen. Aber du hast was anderes, ne? Hier zum Beispiel macht dein Spezialangriff oder dein Hook macht 15 Flammschaden extra. Na, hier ist, wenn du wenig Leben hast. Ich lasse mich einfach ein bisschen hauen oder baller ich darauf. Achso, du wirst auf jeden Fall getroffen werden. Also, musst ja, dann nehme ich das. So, dann gehen wir jetzt rüber. Miau. Und jetzt wirst du gleich auf dem Boden Gegner sehen. Muss mal gucken, einige Gegner staggern und andere nicht. Also wenn die so eine extra HP-Leiste haben, dann staggern die nicht. Dann lass mich auch. Oh mein Gott, wer ist der? Du schießt uns nicht, du. Das ist ja der zu zwei HP-Leisten, ne? Ja. Am Anfang sind die ja sehr schwach, die Gegner. Oh, da blinkt was. Ja genau, wenn solche Kisten so ein bisschen leuchten, kannst du da rein. Pizza. Das heilt uns. Und wenn die halt nur eine rote AP haben, kannst du die ganze Zeit angreifen und dann staggern die. Okay. So, ab zum Boss. Boss. Let's go. Yo, wer ist er denn? Das ist Leatherhead. Ja. Leatherkopf. Genau, hier muss man kurz dashen, wenn der Bereich zu sehen ist. Du kannst nicht die ganze Zeit auf ihn hauen. Du musst ausweichen. Ne? Ja. Man sieht immer, wohin er haut. Oh. Yeah. Deswegen ist der Dash wichtig. Oh. Er macht aber auch Friendly Fire, also natürlich auch die eigenen Waffen. Oh. Warum dann Friendly? Das ist doch. Ja, für ihn sind es ja Freunde. Junge, oh, meine KP. Und guck dir meine KP an. Ja, du bist fast tot, aber du hast jetzt halt den Bonus an. Das ist aber gut, ja? Ja, das ist richtig schön. Yo. Schnappi. Das ist so die beste Attacke. Oh mein Gott. Da kann man hinter ihm stehen. Junge, meine Kap. Du bist tot. Ah, du bist einmal wiederbelebt wegen meiner. Wir haben jetzt so eine Passive wählen können. Oh, ich bin tot im Fuß. So, dann nehme ich wiederbeleben können. Ich hab nichts gesehen. Ja, muss schon genau hingucken. Hm. Das ist cool, das Game. Macht Laune, ne? Das finde ich auch geil. Ich weiß bloß nicht, was jetzt mit dir passiert. Nee, du kommst sogar wieder. Okay, das ist cool. Pizza! Ah, nein. Bin ich hier genug gedacht. Oh, und tot. Ach, das waren nur Minibots. Ja, yeah, das war noch ein kleiner. Oh nein. Okay, ja, das wurde super. Danke dir, Ben. Das ist natürlich. Muss gehen, ne? Ja, das ist voll cool. Nice. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte die Runde anhängen. Falls nicht, tut es mir sehr leid. Also wie gesagt, es gibt noch Multiplayer online und es gibt noch Multiplayer Couch Coop natürlich, dass du hier gemeinsam zocken kannst. Es lässt sich ja auf einem Bildschirm alles spielen, was ja sehr, sehr cool ist. Schaut gerne vorbei. Vielen Dank für die Unterstützung.
Und ich blende nochmal den QR-Code ein, den könnt ihr natürlich auch nutzen. Damit kommt ihr auch sofort in den Laden rein. Bezogen auf die Bewertung, für mich ist wichtig, dass die Mobilität gut ist. Gerade wenn ihr noch zusätzliche Mobilitätsspells habt. Also nehmt die Doppeldashes, das ist insane. Nehmt, also ihr könnt natürlich die anderen Charaktere auch noch spielen. Ich habe dir ja am Anfang gezeigt, dass da ja verschiedene Stärken und Passives und so weiter gibt. Und das hat mir gut gefallen. Plus dann natürlich so Gift, Verbrennung. Ich habe jetzt noch die anderen Sachen nicht gesehen. Man konnte jetzt ja in der Kiste sehen, dass es noch einiges gibt. Also fühlt sich sehr, sehr smooth an. Und ich denke, gerade für die Jüngeren, ein guter Anfang, in dieses wundervolle Genre reinzukommen. Weil das ist ein Banger. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und viel Spaß beim Pizza essen und fighten.